du konntest damals, wenn du, wo du noch einen Nadeldrucker über die alte Parallelschnittstelle angeschlossen hattest, konntest du dir richtig alle Touren vom LKW ausdrucken. Du konntest dir die Kontoauszüge ausdrucken. Du konntest das alles richtig in Aktenordnern abheften. Dann konntest du echt, als wenn du deine eigene Firma hättest. Du konntest dir wirklich ausdrucken auf Endlospapier. Dann wurden dir die Kontoauszüge gezeigt, die Verträge. Du konntest dann auf einmal gucken, wie deine LKWs, welche Ladung die haben. Das war richtig geil gewesen. Aber wie gesagt, geht nicht mehr, weil einmal Emulation und B, weil nur noch alles über USB geht. Ich habe auch mal gelesen, man könnte sogar die DOS-Box so umstricken. Die Standardversion von DOSBox lässt keine parallelen Schnittstellen zu. Es gibt da irgendwo einen Patch, der es ermöglicht, dass du parallele Schnittstellen emulieren kannst. Weil dann könnte man nämlich... Ich habe da ein Programm, was von aus dem DOS-Fenster, beziehungsweise generell aus DOS-Programmen, den Datenstrom abfängt und die ganzen Sachen als PDF-Datei umwandelt. Ein Programm habe ich. Allerdings müsste ich dann gucken, dass ich die DOS-Box dazu kriege, dass die auch einen parallelen Drucker emuliert. Dann könnte ich nämlich die ganzen Sachen, die ich hier mache, ausdrucken. Als PDF-Datei. Das wäre ja genial gelöst. Ja. Also das Programm habe ich. Also der Schwiegervater in Spee, der hat ein DOS-Programm. Ja, der ist da bei TuS im Essen für die Marathons zuständig, der kriegt da die ganzen Läuferanmeldungen und das läuft alles noch unter einem alten DOS-Programm unter XP. Und der hat ein Programm, das kann aus diesem alten DOS-Programm den Datenstrom abgreifen und wandelt das Ganze als PDF-Dateien um. Und da muss ich mal gucken, dass ich das mit der DOS-Box so hinkriege, dass das Programm auch die DOS-Box als, als Drucker anerkennt irgendwie. Wenn das funktioniert, dann könnte ich hier wirklich dann wieder alles ausdrucken, als PDF-Datei machen und mir dann einen besseren Überblick über meine Firma geben lassen. Ja, versuch's mal. Ja. So, gucken. Ah, er ist da. Aber, ja. Schauen wir mal. Aber dazu muss ich dann wirklich dann die DOS-Box noch ein bisschen umstricken. Den Patch gibt es, aber das ist mir wirklich ein bisschen Fummelei, weil du da auch die DOS-Box als Quellcode runterladen musst vom Entwickler und dann die Quellen neu kompilieren musst. Das ist mir noch ein bisschen zu viel Arbeit. Es gibt ja auch eine Möglichkeit, wie man in der DOS-Box den Roland MT-32 emulieren kann. Mhm. Das da hat der Eiser mir eine Dings geschickt, eine Mail mit einer Internetseite. Ja. Da habe ich mich auch nicht weiter mit beschäftigt, weil ich mich in der DOS-Box nicht so auskenne. Ich meine, den Link könnte ich dir auch gleich mal zuschicken, dann privat, und dann kannst du auch mal ein bisschen checken. Oh, das wäre nicht schlecht. Weil interessant ist es bei der Eiser, er hat bei seinem Let's Play von Police Quest 2 war das, in der EGA-Version, hat er halt eben den Roland MT-32 Sound emuliert und das hört sich sowas von geil an. Ja, echt, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, das ist mir schon aufgefallen bei seinem Terror from the Deep Let's Play, dass der, ich glaube, das war sogar auch Roland, zumindest hat sich die Musik anders angehört als die Musik, die ich von Adlib her kenne oder von Soundblaster. Das hat sich genial angehört. Die Musik von Terror from the Deep. Ich denke mal, das war dann dieser Roland-Patch, also diese Roland-Emulation, die du gerade erwähnt hattest, dass er die auch da benutzt hat. Das hat sich echt geil angehört. Also, wer Terror from the Deep kennt, mit der normalen Soundblaster-Emulation, guckt euch mal das Video von der Eiser an. Ihr hört den Unterschied und das hört sich nur bombastisch an. Das gleiche gilt auch für Police Quest, die Eddie gerade genannt hat. Guckt euch mal den Kanal von der Eiser an, falls ihr ihn noch nicht kennen solltet. Können wir ja auch unter dem Video hier verlinken. Können wir auch machen, klar. Machen wir. Man muss dazu sagen, Police Quest 2. Police Quest 1 ist noch nach wie vor mit dem PC-Speaker-Gebiete. Das 2er, das ist dann wirklich schon... da kann man wirklich bei der Musik schon mitrocken. Ja.
Ja, das habe ich auch bei Terror from the Deep gehabt, bei der Musik. Der hat sich dann richtig angehört, wie so eine Hintergrundmusik von so einem Gruselfilm, von so einem Geisterfilm. Hab ich gedacht, das ist doch nicht die Musik von Terror from the Deep. Hab ich genau hingehört. Doch ist sie, nur besser, mit einer besseren Ausgabe, halt mit Roland. Das ist so. Ich dachte, das wäre normal bei ihm, weil ich habe das ja auch bei ihm angefangen zu gucken. Ich meine, das wär überall gleich gewesen. Nee, also ich habe ja Terror from the Deep auch gespielt. Damals, ich bin ja so ein XCOM-Fan, wie gesagt, ich spiele ja auch das UFO-Let's Play, habe damals auch Terror from the Deep gespielt, aber der Sound, die Musik im Hintergrund, die hört sich, wenn du die mit dem Sound von Dizer vergleichst, hört die sich grottenschlecht an. Wow. Echt? So drastisch? So drastisch ist das. Wollte ich schon fast sagen, grammatisch. Ja, Deutschsprach wäre Schwersprach. Das ist wirklich dramatisch, ja. So, bei ihm gucken, 15. Nehmen wir, ist Limonade 6000. Komm, machen wir, schaffen wir. Wenn nicht, wir können auch zum Not dann mal mit der Bahn was verschicken. Oh, jetzt kommen die richtigen schönen Aufträge hier. Pestizide, Gefahrengut. 5015. Nehmen wir, das packen wir. Das packen wir. Und wie gesagt, zur Not kaufe ich gleich ein, zwei LKWs ein. Wenn du gleich nicht mehr dabei bist, dann kriegen wir das schon hin. Oh ne, aber Kerosin 31 FE na, für 1700. Also jetzt bin ich wirklich anspruchsvoll. Das lasse ich jetzt mal liegen. Jetzt bin ich echt anspruchsvoll hier. Weg. Wenn einer meckern sollte, bitte Kommentar schreiben. So, Kühlung. Feuchtigkeitscreme nach Mönchengladbach. Das wäre morgen. Nein. Schaffen wir nicht. Sag ich jetzt mal so. Also ich bin, bei einigen Frachten bin ich wirklich, aber das kennen wir ja schon aus unserer letzten gemeinsamen Aufnahme, man muss bei einigen Sachen wirklich gucken, die Lenkzeit mit einberechnen, wie viel der Fahrer schon gefahren ist. Selbst wenn jetzt steht, jetzt haben wir 10 Uhr und unser Sattelzug ist vielleicht um 15 Uhr wieder zu Hause, kann es passieren, dass der gerade losfahren will, während er seine 8 Stunden schon um hat. Und dann macht er halt die Pause, bis er wieder fahren darf. Ist mir so aufgefallen. Ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen. Das habe ich aber schon mal... ich habe das schon mal gehabt, da stand dann wirklich dann... ich habe gedacht, okay, jetzt von der Zeit her könnte mein LKW dann noch hinkommen. Ich gucke dann nach und plötzlich steht da... Ihr LKW kann aber erst einen Tag später eintrudeln. Ich so, okay. War vielleicht Zufall gewesen. So, wann ist der? Der ist am 9. da, 15. da. Aber ich muss auch gestehen, ich habe da auch schon vorher zwei Aufträge mit reingepappt gehabt, die er da noch bearbeiten musste. Über Fax. Kann sein, dass er da... etwas überarbeitet war. Ich habe keine Ahnung. Deswegen bei einigen Aufträgen bin ich vorsichtig. Auch wenn andere sagen, warum hast du das nicht gemacht? Hätte machen können. Ich sag mir lieber immer mal einen Auftrag zu wenig machen, als einen zu viel annehmen und dafür dann die kräftige Konventionalstrafe einfahren. Nee, da... bin ich ab und zu ein bisschen übervorsichtig. So. Was mir aber bisher noch nicht aufgefallen ist, obwohl wir für Silo Expressfrachten inseriert haben, kamen bisher noch keine. Ja, ist mir auch aufgefallen. Wobei, jetzt ist erst Mittwoch. Ich denke mal, die kommen morgen. Ja. Das. Weil heute kommt ja auch erst die Ausgabe. Das könnte sein. Schauen wir mal. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich habe jetzt nur aus Versehen die Stoppuhr bei etwa einer Stunde schon gestoppt. Also ich weiß nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Ja, ich wollte dich gerade auch in dem Moment fragen, wie lange nehmen wir eigentlich auf? Das kam mir gerade durch den Kopf. Also laut Skype-Gespräch, also gut, wir haben etwa eine Viertelstunde vorher gequatscht, sind wir 2 Stunden und 5 Minuten dran. Also das Skype-Gespräch jetzt, nicht die Aufnahme selber. Ja gut, Skype, da haben wir schon früher angefangen, das stimmt.
Das war, ich glaube, wir haben eine Viertelstunde oder 20 Minuten haben wir etwa gequatscht, weil ich Probleme hatte. Naja, du Probleme und ich hatte ein Gewitter, was vor der Tür stand. Ja, da haben wir uns überlegt, ob wir aufzeichnen sollen oder nicht, aber das war eine gute Entscheidung aufzuzeichnen, weil, nee, also Gewitter ist weg. Hm. Es blitzt hier nicht, es donnert nicht. Wie gesagt, alle Gewitter machen um uns großen Bogen. So, jetzt haben wir Kühlwaren 9FE für 3100. Oh, das würde ich jetzt nehmen, aber Bonn nach Münster, das wäre morgen und ich habe im Moment keinen Plan, wo unser LKW ist, aber, warte mal, ich muss mal kurz auf den Flur gehen, weil ich muss das Laptop mal eben einschalten. Ich bin eben ruhig. Er fährt wieder hoch. Das war damals schon gigantisch, als wir damals die Einschaltmeldung gesehen haben. Mit 16 MB Arbeitsspeicher, Hauptprozessor 586 und erstmal die Floppy-Laufwerke 2,4 MB. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch einen kleinen 386er mit 40 MHz und 4 MB Arbeitsspeicher. Hm. 80 MB Festplatte. Wenn ich das so heute betrachte, wenn ich... Ja, wenn man sich dann so früher unterhalten hätte, ja, was hast du denn für einen PC, wenn du da gesagt hättest, du hast einen 3,4 GHz Quad-Core. Ich glaube, der hat dich in die Irrenanstalt geliefert. Ja, damals auf jeden Fall. Ich habe ja auch, als ich, mein erster PC, das war Weihnachten 92, das war ein 386 mit sage und schreibe 25 MHz. 2 Megabyte Arbeitsspeicher, Megabyte, nicht Gigabyte. Wow. 80 Megabyte Festplatte, auch Megabyte, nicht Gigabyte. Die Grafikkarte, wenn du jetzt die Daten von der hörst, da fällst du um. 512 Kilobyte. 512 Kilobyte Grafikkartenspeicher. Ich falle gleich in Ohnmacht. Ja, das war. Das war mein erster PC. Wenn ich da meinen PC aufliste, 3,4 GHz Quad-Core, Arbeitsspeicher, 8 GB RAM DDR3, 1333 MHz, Festplatte, die drin ist, 640 GB, eine 500 GB Festplatte extern und noch eine Terabyte-Platte extern. Ja. Das sind mit dem Vergleich schon wirklich, also hättest du mir die Daten damals gesagt, 92, hätte ich auch gedacht. Hä? Freak. Und Grafikkarte auch 1 GB. Wow, das ist. Das ist viel. Ja, da muss gut, ich. 600 Watt Netzteil. Ja. So, warte mal, kann es sein, dass deine Verbindung gerade ein bisschen irgendwie in den Keller geht, weil du kommst gerade ein bisschen abgehakt an? Also möglich wäre. Ja, weil du bist, ab und zu bist du mal kurz weg, so ähnlich wie beim Handy, wenn der Empfang kurz abreißt. Also, ich höre dich glasklar. Gut, jetzt bist du auch wieder glasklar da. Ich habe keine Ahnung, was das gerade war. So, eben mal gucken. So, ja. Und ich werde mir wirklich mal angewöhnen, demnächst mal den ganzen Fahrplan abzuschreiben. So, mal gucken. Was mir mal auffällt. So, wir müssen das Problem, was wir haben, wenn wir einen Auftrag sehen, annehmen, dann können wir leider nicht gleichzeitig gucken, ob jetzt genau zu dem Zeitpunkt auch ein Schiff irgendwo hinfährt. Das hätte man auch irgendwie besser machen können. Hm? Finde ich bei dem Planer hier. Ja, jetzt müssen wir gucken, wohin will jetzt einer? Jetzt muss ich muss immer weg, Laptop und zwischen dem Auftrag. So, Drucker, nee, da. Feuchtigkeitscreme Münster. Also der ist gerade auf dem Weg, der ist auf dem Weg nach Münster, habe ich gerade gesehen. Unser LKW, der ist der müsste jetzt ankommen. Der kommt auch sofort wieder zurück, der Kühlwagen. Ja. Das ist die Frage, soll man den annehmen oder soll man nicht annehmen? Weil soweit ich weiß, da gucke ich gerade nochmal nach, haben wir, glaube ich, noch einen Auftrag, den wir dem Kühl-LKW noch anhängen müssen. Behofner, du Schisser. Gut, das heißt dann, ich soll ihn annehmen. Mach ich. Ja.
Gut. Und wehe, wir kriegen die Konventionalstrafe. Weg. Bonn Münster, 11. Ja, ja, okay. Nehme ich jetzt auch Weil mal an. Du hast ja auch in der, wo wir angefangen haben aufzunehmen, hast du auch